Hallo Ungarn! Nachrichten, Infos und Tipps aus und über Ungarn hier kompakt zusammengefasst. Der Leiter des Ministeriums des Ministerpräsidenten erklärte am Mittwoch in Budapest bei einer Regierungspressekonferenz, dass das gesamte Jahr einschließlich der neuesten Quartalswachstumsdaten zeigt, dass eine neue Wirtschaftspolitik erforderlich ist. Gergely Gulyás kündigte zudem an, dass die Regierung über die Bedingungen und Unterstützung für Renovierungen von ländlichen Häusern entschieden habe. Der neue Aktionsplan für die Wirtschaftspolitik Ungarns könnte eine wirtschaftliche Wende in Ungarn bringen, sagte der Wirtschaftsminister. Die BIP-Daten waren schlecht. Im dritten Quartal sank die ungarische Wirtschaft im Vergleich zum Vorjahr um 0,7% und auch gegenüber dem Vorquartal um 0,7%. Der Optimismus des Wirtschaftsministers findet jedoch wenig Verständnis. Am 1. November ist auch in Ungarn ein Feiertag, Allerheiligen, an dem die Geschäfte und Läden geschlossen bleiben. Die wissenschaftliche Portfoliobewertung des ungarischen Astronautenprogramms HUNOR wurde abgeschlossen und Experten haben mit dem Genehmigungsverfahren der NASA begonnen. Das Portfolio umfasst über 35 Aktivitäten, darunter wissenschaftliche Experimente, technologische Entwicklungen und Bildungsmaßnahmen. In Ungarn wurde der Anführer einer bewaffneten polnischen Verbrechergruppe festgenommen, der auf Grundlage eines europäischen Haftbefehls gesucht wurde. Der polnische Mann hatte alles versucht, um unerkannt zu bleiben, indem er sein Äußeres komplett veränderte. Aber dennoch konnte er nicht länger inkognito bleiben und wurde festgenommen aufgrund von biometrischer Überprüfungen. Anlässlich des Totengedenkens an Allerheiligen ändern sich die Fahrpläne der Züge und Busse. Laut einer Mitteilung fahren die Züge am 31. Oktober nach dem Freitagsfahrplan, am 1. November nach dem Samstagsfahrplan und am 2. November nach dem Feiertagsfahrplan. Im Winterflugplan 2024/25 wird Wizz Air 5 neue Ziele von Budapest aus anbieten. Genua, Gran Canaria, Salerno, Memmingen und Marrakesch. Damit erreicht die Fluggesellschaft von der ungarischen Hauptstadt aus insgesamt 71 Flughäfen in 32 Ländern. Das Saxi Radio Jazz Festival wird voraussichtlich auch nächstes Jahr veranstaltet. Das Festival wird nach jetzigem Stand in Schaalfeld stattfinden, wo dieses Jahr 3 ausverkaufte Jazzkonzerte stattfanden. Und in Zukunft soll jungen Musikern mehr Raum gegeben werden. Der Zoo der Hauptstadt begrüßte in diesem Jahr seinen millionsten Besucher. Der Besucher erhielt eine Urkunde und ein Geschenkpaket, das neben anderen Kleinigkeiten die Möglichkeit zur Adoption eines Tieres und eine Familienjahreskarte beinhaltete. In der kommenden Sommersaison wird in Balatonfüred ein neuer Strand eröffnet, der mit 600 Millionen Forint aus EU-Mitteln finanziert wird. In der ersten Phase des Projekts wurden die Strandfläche geschaffen und 2 neue Gebäude fertiggestellt. Eines mit Restaurant und Kasse und das andere mit Sanitäranlagen, Umkleideräumen sowie einem ganzjährig nutzbaren Gemeinschaftsraum. Beim 10. Ungarischen Spezialfilmfestival werden vom 26. bis 28. November in Budapest, Eger, Kisjú Salas, Szolnok und Szombathely 56 Werke gezeigt. Für das Festival, das sich mit Filmen von und über Menschen mit Behinderungen befasst, wurden in diesem Jahr 209 Filme aus 38 Ländern eingereicht. Das Wetter in Ungarn. Am Donnerstag wird die Höchsttemperatur zwischen 13 und 19 Grad liegen. Nach der Auflösung des Nebels und Dunstes am Freitagmorgen wird wieder mehr oder weniger Sonnenschein erwartet. Am Nachmittag steigt die Temperatur auf 12 bis 19 Grad. Am Samstag bringt eine Kaltfront auf Nordwest-Nord drehende Winde mit sich, die vielerorts kräftiger werden. Am Nachmittag werden voraussichtlich 12 bis 17 Grad erreicht. Am Sonntag wird die Abkühlung eintreffen, morgendliche Frostgefahr, nachmittags werden dann nur noch 7 bis 12 Grad gemessen. Der Wechselkurs liegt heute bei 408 Forint für 1 Euro Mittelkurs. Hallo Ungarn! Nachrichten, Infos und Tipps aus und über Ungarn hier kompakt zusammengefasst.